Ich wurde letztens gefragt, du sag mal, findest du Beziehungen mit Männern oder fandest du Beziehungen mit Männern besser als mit Frauen? Da habe ich mir dann so meine Gedanken gemacht und gedacht, ist ein Video wert. Ist ein Video wert, genau. Genau, denn wir waren ja beide schon mit Männern zusammen, wie mit Frauen, und über unsere Erfahrungen sprechen wir jetzt. Bleib dran. Spaß. Einen wunderschönen Tag. Ja. Da sind wir wieder. Ja, in alter Frische. In alter Frische, wobei da die Betonung eher auf Alter liegt als auf Frische. Ich habe festgestellt, schade, dass wir kein Bügeleisen besitzen. Wir müssen, glaube ich, mal so ein Reisebügeleisen besorgen. Ja. Aber schönes T-Shirt hast du da. Ich finde auch. Du hast das Habe ich geschenkt bekommen. Echt? Ja. Ist das wohl eine Eigenkreation? Das ist wohl eine Eigenkreation. Jetzt tu doch nicht so. Ich muss meine Frau immer darauf hinweisen, oder? Immer in die Richtung drängen. Was? Jetzt sagt er vom Werbung. Der vom Döner-Kebab-Stand, wo ich doch mal so gerne Döner esse. Nur Döner macht's schöner. Danke, Dino, an dieser Stelle. Danke, Dino, ja. Mhm. Der wollte es auch nur loswerden. Nein. Um was geht's? Dino, ach so, ja, Mann und Frau, Frau und Frau. Apropos. Ja. Genau, Mann und Mann können wir jetzt leider können wir nicht drüber Frau sprechen. Können wir nicht dienen. Ja. Genau. Aber es geht darum, wie sind denn Beziehungen oder wie ist eine Beziehung zwischen Frau und Frau und wie ist eine Beziehung zwischen Mann und Mann? Gibt es da wirklich so gravierende Unterschiede oder ist das alles Schnurz? Egal. Wir sind ja die besten Beispiele dafür, denn wir waren beide ja schon in Beziehungen. Die besten Beispiele jetzt. Na, wir können auf jeden Fall von unseren Erfahrungswerten reden, ja, weil wir hatten beide Erfahrungen. Wir sind Beispiele. Wir reden nicht nur vom Hörensagen, sondern wir reden aus der Praxis. Fakten. Und an die Leser denken. Wie war denn deine Beziehung mit den zahlreichen Männern, die du hattest? Ja, du. Ich hatte ja den richtig großen Verschleiß. Dass du mich mal zu so einem Lachflash animierst. Ja, ich wollte nur von meiner zahlreichen Beziehung jetzt sprechen. Ihr müsst nämlich wissen, ich bin eine sehr, sehr treue Seele. Und wenn ich mich mal für einen Menschen entschieden habe, dann bleibe ich auch meist relativ lang. Wenn man mich lässt. Wenn man mich lässt. Richtig. Genau. So viel dazu. Ging ja einmal nicht gut. Ich gehe nicht ins Detail. Ah, auf jeden Fall. Waren es 12 Jahre, von denen ich berichten kann. Ja. Und ja. 12 Jahre ist schon eine Menge Zeit. Ja, das ist schon. Ja, das ist 12 Jahre mit einem Mann. Kein Pappenstiel. Das schafft nicht jeder. Wie lange wart ihr zusammen damals? Auch so knapp 12 Jahre. Siehste, guck mal. Und dann hatte ich noch andere Beziehungen. Ja, gut. Ja. Ja, die waren nicht so lang. Die waren so 2-3 Jahre immer mit Männern. Habe ich so 2-3 Jahre ausgehalten. Mhm. Ich habe auch ehrlich gesagt mit Frauen nicht so lange ausgehalten. Nicht so, oder sie ich haben bin da, glaube ich, die nächste Beziehung. Ne? Mit Frauen? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich hatte tatsächlich eine 7-jährige Beziehung zu einer Frau. Ah. Ja, da sind wir noch nicht dran. Da waren auch Kinder, die ich aber nicht selber produziert habe, sondern die mit in die Beziehung gebracht wurden. Mhm. Genau. Aber ansonsten, ja, mit Männern war ich zusammen. Ich will jetzt nicht zählen, aber es waren ein paar wenige. Gibt es denn jetzt einen Unterschied? Erzähle doch mal. Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, was das Verständnis angeht. Also das ist wahrscheinlich, das wird einigen Frauen so gehen, die mit Männern zusammen sind. Die werden das verstehen, dass Männer natürlich auch die hormonellen Umschwinge und die Ticks, die man so als Frau mitbringt, nicht ganz so nachvollziehen können. Andersrum ist es genauso. Also man kann auch die Männer nicht immer ganz so nachvollziehen in ihrer Art. Wobei ja die Männer immer behaupten, ich bin ganz easy, du hast das Problem. Du hast deine Tage. Du hast deine Tage. Wenn du deine Tage nicht hättest, wäre alles also, wenn, genau. Dann wären wir so ein harmonisches Pärchen. Genau, diesen Spruch musste ich mir schon gelegentlich mal anhören. Das ist so, ja, ich weiß nicht, ob es ein Standardspruch ist. Vielleicht wird der so schon in die Wiege gelegt bei Männern. Aber das ist so, manche sagen es vielleicht auch gar nicht so und denken sich dann, jetzt hat sie ihre Tage, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen zusammenreißen. Natürlich auch nicht alle Männer gleich, ne? Man kann da auch nicht so pauschalisieren. Es gibt ja immer so und solche.
verständnisvollere Männer, nicht so verständnisvollere Männer. Ja, ich hatte gute Männer. Also ich hatte einen guten Mann, mit dem ich es dann wirklich auch so lange ausgehalten habe. Und er auch mit mir. Der war wirklich, also der hatte auch frauliche Züge, würde ich jetzt behaupten, ohne dass er jetzt irgendwie so transgendermäßig unterwegs war, sondern er war halt einfach sehr verständnisvoll. Also daran lag es und scheiterte es nicht. Mhm. Aber auch er ist an seine Grenzen gekommen bei mir als Frau, also er als Mann bei mir als Frau, weil er mich nicht immer so nachvollziehen konnte. Und weil ich mit Sicherheit, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und mich daran erinnere, sicherlich auch ein wilder Feger war, der... Ein wilder Feger? Ja, der schon manchmal so ein bisschen ausgetickt ist. Also jetzt nicht so aggressiv ausgetickt, sondern halt einfach so meine Launen hatte und meine Allüren und so meine... Ja. Ach so. Stimmt, wir sind ja zusammen, du kannst ja jetzt... Wir sind verheiratet, falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Überall markiert. Ja. Ja. Nee, aber mit dem Verständnis, das stimmt. Also es ist, aber ich glaube, das ist halt... Man redet oftmals aneinander vorbei irgendwie. Ne? Ja. Und der eine versteht den anderen irgendwie nicht. Und, Das tun wir jetzt zum Beispiel nicht. Wir reden, ich sag mal, zu 99% nicht aneinander vorbei. Nee. Auch wenn ich meine Tage teilweise habe. Ja. Und du teilweise dann sicherlich auch manchmal damit daran zu knabbern. Das ist schon eine andere Art der Kommunikation. Und das ist auch eine andere Art der Kommunikationsebene. Also es sind viele Sachen, über die man einfach nicht mehr sprechen muss, weil man natürlich weiß, wie so ein weiblicher Körper tickt und wie man natürlich, also wie launenhaft man auch sein kann und was man alles so für Stimmungen und Phasen haben kann. Ja. Da ist natürlich von Haus aus ein größeres Verständnis installiert, was nicht heißt, dass man sich nicht auch mal in die Wolle kriegt. Ne? Es ist jetzt natürlich nicht so, dass kommen zwei Frauen zueinander, ist alles klar, warum man sich über nichts mehr streiten. Gibt dann andere Baustellen. Ja, weil wir ja auch Menschen sind. Wir sind nicht nur Frauen, wir sind ja auch Charakterzüge. Wir gehen unterschiedlich mit unterschiedlichen Dingen um, mit Situationen um. Wir beide zum Beispiel sind sehr unterschiedlich. Also vom Temperament her schon. Ne? Du bist eher so die Rampensau und emotional und leidenschaftlich und verrückt. Und ich bin eher so zurückhaltend und emotional, jetzt nicht... wahnsinnig präsent. Also es sieht schon so ein bisschen aus wie rauslocken, wo es schon besser geworden ist im Laufe unserer Beziehung. Du brauchst sowas wie mich. Ja, ja. Ein Tritt, ein emotionaler Jemand, Tritt in den Hintern brauche ich immer. Der halt immer sagt, jetzt komm mal, jetzt reg dich doch mal auf. Ne? Ja, jetzt reg dich doch mal auf. Also das stimmt, das muss ich sagen. Dass du bist die Person, die mich, also die ich am meisten in meinem Leben liebe, neben unserem Sohn, aber die mich auch richtig aus der Reserve locken kann. Das ist tatsächlich so. Nee? Das muss aber auch sein. Ich habe das Gefühl, wenn man alles so runterschluckt und sich so, ne, so innerlich so nur aufbäumt, das macht doch krank. Das kann doch nicht gesund sein. Also Kompost da oben. Da muss ich ab und zu mal da querschießen und dich aus der Reserve. Und das kann sie sehr gut. Mittlerweile kann ich die Knöpfe ganz gut machen. Ja, so kleine Tastatur Ja, das stimmt. Ja, am Anfang war das wirklich so, dass ich nicht wusste, wieso, das ist jetzt Freude. Also wenn ich dir zum Beispiel was geschenkt habe oder so, ich habe mich mehr gefreut als du. Freust dich, oder? Freust dich. Ist das Freude? Ah ja, sie freut sich. Ja. Oder ich weiß auch, wie wir auf einem Konzert waren. Wie hieß dieser blonde Typ? Das war ein geiles Konzert in der Kulturfabrik. Tom Odell, meinst du? Genau. Mhm. Das war ein geiles Konzert. Das war ein richtig geiles Konzert. Wir sind auch gleich angemacht worden, weil wir natürlich illegalerweise auf so einer Treppe saßen und total verliebt. Andere Geschichte. Ja, okay. Und dann Nicole, meine Frau, so. Ja, du übertreibst. Ich so. Du übertreibst. Moment, und dann? Und, wie gefällt dir das? Super. Schön. Schön. Es ist echt schön, ja, es gefällt mir. Mhm. Ja. Da weißt du, ist bei mir Maximum an Freude. Ja, also innerlich koche ich. Wenn wir hier Musik hören, ne, dann ist es immer so. Und ich denke mir, ja, die geht voll ab jetzt. Das ist voll ihr Lied. Ja. Spiele ich gleich nochmal. Ja, das stimmt. Ne? Ja, das ist richtig. Also ihr merkt, also wir sind einfach temperamentsmäßig auf unterschiedlichen Leveln, aber witzigerweise passt es trotzdem. Ja, und das Kuriose ist, weil ich dich immer mit so einer kleinen Schnur wieder einhole, wie so einen kleinen Drachen. Mhm. Genau, Angel. Und du mich zu
Höheren beflügelst, quasi. Wenn man das so ausdrücken kann. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich wollte jetzt auch was sagen, aber ich wollte jetzt gar nicht. Doch, das kurioserweise ist das ja so, dass du die erste Person bist in meinen ganzen Beziehungen, von der ich mir was sagen lasse. Also, nein, also wo ich das Gefühl habe, ja, auch du kannst Kompromisse eingehen. Ja, auch. Meine Frau kann recht haben. Unter Umständen. Es gibt. Also es gibt Situationen, das stimmt, ja. Na, das ist wirklich so. Also früher dachte ich immer, nee, also meine Wahrheit ist die komplette Wahrheit. Ne? Mhm. Also da kann sonst wer kommen, ich habe recht. So. Und das ist jetzt kein feiner Charakter. Das ist was, dass du das erkennst. Das ist verrückt. Wieso denn nicht? Ich kenne mich doch. Ja, aber trotzdem, also dass du das so, also du hast das noch nie so ausgesprochen. Natürlich, jedes Mal nach dem Streit komme ich angekrochen und sage, ich weiß, dass du, natürlich, oder? Das stimmt, aber jetzt so, weißt du, so in so einer... Vor der Öffentlichkeit. Richtig, ja. Weltöffentlichkeit. Quasi. Weltöffentlichkeit. Ich hoffe, jetzt rasselt es nochmal unten in diesem Abo, auf diesem Abo-Knopf, weil alle draufdrücken und sagen, ich gehöre zur Weltöffentlichkeit. Ich gehöre zur Weltöffentlichkeit, ich habe auch noch was zu sagen. Ja, also, das ist tatsächlich so, dass ich, früher, da habe ich mich aufgebäumt und... gegen alles, was da so gegen meine Wahrheit war. Widerstände. Das, genau. Also da war ich echt... und du hast mich geknackt, würde ich sagen. Du hast mich wirklich geknackt und deswegen harmoniert das auch so gut. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich eine Frau sein musste, die mich knackt, also du in dem Fall, weil du ein wahnsinniges Verständnis dafür hast, was für frauliche Allüren oder frauliche Züge ich habe. Ich bin die Drama Queen schlechthin. Das stimmt. Ich kann zickig sein. Das stimmt. Ich kann mit Worten töten. Oh ja. Wächst kein Gras mehr. Ja, also ja. Wenn wir jetzt mal all meine negativen Seiten aufzählen. Du hast doch ganz viele tolle positive Seiten. Das wollte ich hören. Ja? Also das ist wirklich so, dass, dass du da tatsächlich diesen Schlüssel in der Hand gehabt hast und aufgeschlossen hast, als es darum ging, kompromissbereit zu sein und Verständnis auch für deine Wahrheit zu haben. Das ist wirklich, also das ist mir nicht leicht gefallen, aber du hast es mir sehr leicht gemacht und dafür danke ich dir von Herzen wirklich. Das ist toll. Ich weiß, nee, aber das macht, nee, aber das deswegen macht das so Sinn mit uns. Deswegen finde ich unsere Beziehung, unsere Ehe, unser Zusammenleben einfach so großartig, weil wir beide so ein wahnsinniges Verständnis füreinander haben. Also wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr gut, weil wir ja auch vorher befreundet waren. Da lernt man sich ja noch purer kennen. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Menschen so viel Zeit verbracht wie mit dir. Ja, geht mir genauso. Ich war früher eher außerhalb der Beziehung ganz viel unterwegs und bin dann ab und zu mal zum Essen nach Hause gekommen. Wäsche waschen musste auch sein, aber ansonsten war ich hauptsächlich unterwegs. Und man hat sich schon teilweise beschwert, aber es war... ja, das ist verrückt. Ne? Ja. Das ist echt verrückt. Ich glaube, dass diese Unterschiede und diese Bewertung, also zu sagen, was ist besser, ich kann das ja, also wir können das ja nur für uns sagen. Mhm. Für uns ist es jetzt so, weil wir uns in diesem Menschen, der jetzt hier neben mir sitzt und du kannst es gleich von dir sagen wahrscheinlich, dass dieser Mensch halt einfach zu mir passt, weil da dieses Verständnis ist, weil diese Empathie, die uneingeschränkte Empathie da ist und wir uns nicht gegenseitig verurteilen dafür, wie wir sind und was wir sind und was wir gerade tun. Und ich glaube, das funktioniert deswegen so gut, weil du halt mich als Frau verstehst, weil du selber Frau bist. Ja, das kann also das. Obgleich ich teilweise manchmal sage, als reagierst du gerade wie ein Typ. Weil du halt diese, Nico immer zu mir. Nico, ja, weil du halt diese emotionale Energie nicht so hast wie das. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und das kenne ich halt von Männern tatsächlich auch. Also dass Männer halt eher so, ich mache ein Geschenk oder ziehe mir irgendwie was Heißes an und dann stehe ich da so, ja. Und dann kommt auf den drapiert. Und dann kommt irgendwie so, ach schön, hast du deine Haare geschnitten? Ich übertreibe natürlich, aber ich kenne diese Tendenzen von mir, das stimmt. Da hast du völlig recht. Vielleicht arbeite auch an mir, an meiner Emotionalität. Es gibt vielleicht auch Frauen, die mit Männern zusammen sind, die das auch kennen. Die das dann wiedererkennen, ne? Ja. Ja. Aber grundsätzlich gibt es natürlich diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also was das Verständnis angeht. Klar. Aber grundsätzlich sind es natürlich auch einfach zwei Menschen, ne? Unabhängig von unserem Geschlecht. Und das ist natürlich, also gehört noch ein bisschen mehr dazu, als jetzt, ne? Also zu sagen, irgendwie, das ist jetzt irgendwie nur Mann und Frau und das ist jetzt irgendwie Frau und Frau, sondern man muss sich natürlich auch als,
als Menschen zusammen. Es gibt so Säulen in der Beziehung, genau, ja. Da würde ich behaupten, dass es unabhängig davon, ob zwei Männer, zwei Frauen, Mann und Frau, wie auch immer zusammen sind. So ein paar Basisdinge stimmen. Genau, Vertrauen, genau, Respekt, ja. Und diese ganzen Ehrlichkeit, das sind so Sachen, die... Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, das sind so Sachen, die... Das klingt immer so, gehen. Aber das sind Werte, die es heute ganz selten nur noch zu finden gibt. Und wenn ihr sie findet bei einem anderen Menschen, dann haltet ihn fest. Greift zu. Die Auswahl ist nicht wahnsinnig groß. Also wir haben jetzt ja bei uns auch im Freundes- und Bekanntenkreis viele Singles, muss ich kurz ausschweifen, Singles, die immer auf der Suche sind und die haarsträubendsten Geschichten und Erfahrungen erzählen von ihrer Tinder-Suche oder von ihren anderen Varianten des Kennenlernens. Und das gibt es leider heutzutage Da herrscht große Verunsicherung. Genau, würde ich auch sagen. Und da sagen wir dann auch immer schon so, ne? Wir sind so froh, dass wir uns gefunden haben. Ja, aber nicht deswegen. Nicht deswegen. Aber wenn du einen Menschen findest, bei dem das alles da ist, dann kannst du da nur froh sein, wenn das so ist. Ja, aber wir bleiben jetzt nicht auf ewig zusammen. Nur bis 96. Aber nicht wegen dieser Sachen nur, sondern... Das ist, weil wir uns lieben. Ich würde gerne noch wissen, falls du das der Weltöffentlichkeit sagen möchtest, welche Unterschiede gab es denn zu deiner männlichen Beziehung, also die Beziehung zu einem Mann? Also was war da leichter, beziehungsweise was war... da eben nicht ganz so leicht. Mein größter Unterschied ist zu der Beziehung zu dem Mann, dass ich einfach 1000-prozentiges Vertrauen zu dir habe. Das hatte ich früher nicht. Das lag an verschiedenen... Männer sind Schweine. Das lag an verschiedenen Umständen, da brauche ich auch gar nicht näher drauf eingehen, aber das ist das, was du mir gezeigt hast. Das ist, also meine letzte Beziehung ist auch nicht so schön zu Ende gegangen und ich habe eine Zeit lang gebraucht, ehe ich wieder ich selber war und ehe ich mich wieder gefunden hatte, irgendwie nach dem Vertrauensbruch. Und du hast mir gezeigt, dass das, dass es sich lohnt, einem anderen Menschen zu vertrauen und eben auch meine Grundfeste und mein Grundvertrauen irgendwie wiederzufinden. Das war ja ein langer Prozess, das war ja auch noch innerhalb unserer Freundschaft und innerhalb unserer anfänglichen Beziehung ein Prozess. Und das habe ich wieder gelernt und dafür bin ich dir wahnsinnig dankbar. Weil das ist ein schönes Gefühl, wenn man nicht eifersüchtig sein muss, wenn man nicht ständig irgendwas hinterfragt und unsicher ist und sich denkt, na, meint der andere das ernst mit dir oder betrügt er dich vielleicht? Weil wir hatten eine Wochenendbeziehung und da ist natürlich auch immer viel Raum unter der Woche, wo man sich nicht sieht und wo man auch überhaupt gar keinen Einfluss auf das Leben des anderen hat. Und das hast du mir gezeigt, dass das geht und dass das, genau, und dass das, hast mich quasi da geheilt, ne? Also aus meiner Erfahrung damals heraus. Und klar, das Verständnis, das ist, also die Art der Kommunikation ist auch eine andere. Würdest du sagen, deswegen könntest du, also bist du mit einer Frau zusammen, weil du mit Männern nicht mehr zusammenkommen könntest, weil du dieses Vertrauen dann... Das habe ich gar nicht geplant. Also als wir uns damals kennengelernt haben, das war ja eine menschliche Verbindung, die wir beide miteinander hatten. Dass du jetzt eine Frau warst, war Zufall. Also das, ne, ich hatte mir in meinem Gehirn natürlich was ganz anderes ausgemalt. Da war dieser große, schlank, große, dunkelhaarige Typ, der da irgendwie so... Und dann war es auch immer der Zwerg. Die kleine dunkelhaarige Frau. Das war nicht geplant. Und wir haben uns gefunden und dann sind wir zusammen gewachsen und haben uns als Menschen einfach ineinander verguckt. So, und das ist unabhängig davon. Und wenn ich jetzt sage, ja, wenn du jetzt nochmal irgendwie in eine Beziehung gehen würdest, was natürlich nicht mehr vorkommen wird, weil ich mit dir bis 96 zusammenbleiben möchte. Mit 96 suche ich mir jemand Neues. Genau. Was jung ist. Was ist richtig jung ist. Genau. Dann weiß ich nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ich plane das ja nicht, sondern das ist einfach... es ist einfach passiert und ich bin dankbar dafür, dass es passiert ist. Und was lief einfacher? Kann man das so sagen? Also wenn du jetzt so eine Wochenendsbeziehung ist natürlich auch noch was anderes, ne? Was einfacher kann ich... Nee, einfacher kann ich gar nicht sein. Also ich hatte ein sehr verlässliches... Er war nicht zickig. Nee, zickig war er nicht. Nee. Also zickig er war nicht. Seine Tage hat er auch nicht gehabt. Drama-Queen. Er war ein sehr verlässlicher Typ. Also das habe ich sehr zu schätzen gewusst, dass ich mich immer auf ihn verlassen konnte. Also das Bild muss morgen noch aufgehängt werden. Ja, mache ich, Schatz. Genau, richtig. Mein Auto ist kaputt. Ich gehe schnell mal. Ich mache es wieder ganz. So. Der war sehr verlässlich und der war auch... Also man konnte...
Ja, man konnte sich auf ihn verlassen. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Eigenschaft. Also es gibt keinen, wo du sagen kannst, daran könnte ich noch arbeiten, weil das war besser. Nö, das kann ich so pauschal nicht sagen. Nein. Nee, klar. Also das kann diese Emotionalität, klar, die war bei ihm nicht. Fahr nach China, lass dich strecken, werde 1,95 groß und lass dir ein Bart wachsen. Bleib einfach so, wie du bist. Und das ist gut so. So, Freunde. Jetzt machen wir die Kamera aus. Und bald übereinander her. Und setzen unser Kaffeekränzchen vor. Ja, also Fazit? Fazit? Soll ich? Mach du Fazit. Du machst so eine tolle Party. Naja, das sagst du natürlich immer, damit du kein Fazit machen musst. Hau mal rein. Los, ich bin gespannt. Ich glaube, es ist scheißegal, mit wem man zusammen ist. Natürlich, wenn man das weiß und man ist mit einem Mann zusammen, dass der anders tickt als eine Frau, was einfach naturgegeben ist und wahrscheinlich auch was mit der Erziehung zu tun hat, oder dem Vorleben oder wie auch immer, dann ist es relativ egal. Es kommt auf eure Einstellung an. Also es kommt auf die Einstellung der eigenen Einstellung an, wie man an die Sache rangeht, wie man in so einer Beziehung sein möchte. Am besten authentisch und ehrlich und treu und verbindlich und verlässlich. Und was ich auch wichtig finde, entschuldige, dass ich da reingerätsche, dass es wenig Sinn macht, sich vorzunehmen, den anderen verändern zu wollen. Wenn die Veränderung nicht aus dem Menschen selber kommt und man sich eine Erkenntnis hat und sagt, ach, irgendwie macht das mehr Sinn, wenn ich das so oder so mache, dann wird das schwierig werden. Weil man kann den Menschen nicht ändern. Man das funktioniert für nur, 2 Wochen. Genau, man kann ihn nur so nehmen, wie er ist und schauen, ob man mit diesen ganzen Eigenschaften, die da mitgebracht werden, klarkommt oder nicht. Genau, weil das andere ist nur frustrierend. Genau, also die Hoffnung zu haben, der wird dann irgendwann schon so, wie ich mir den forme. Naja gut, so rein äußerlich könnte man schon sagen, du könntest jetzt mal wieder ein Karo-Hemd tragen und die Haare nach hinten binden. Nein, dass es sowas geht, aber du hast völlig recht, verändert niemanden, versucht auch niemanden verändern zu wollen. Lasst euch auf den Menschen hundertprozentig ein und akzeptiert die Schwächen und liebt die Stärken umso mehr. Und ganz viel wichtiger ist auch, oder ganz, ganz wichtig ist auch, finde ich, dem anderen das immer wieder zu zeigen. Also ich sage das relativ häufig, also jeden Tag eigentlich, dass ich dich liebe. Kommt spontan, manchmal sitze ich auf dem Klo und schrei einfach, ich liebe dich. Ne? Also, oder aus dem Auto raus. Ja, aber das ist, glaube ich, wichtig, das auch zu zeigen, dass man den anderen wahnsinnig toll findet und mit ihm ein Leben lang zusammen sein möchte. Und dann kann da eigentlich auch kaum was dazwischen kommen. Bleibt gesund, abonniert uns und erzählt der ganzen Weltöffentlichkeit von uns. Und habt einen schönen Frühling. Er ist endlich da! Wir haben ihn auch. Tschüss! Ja. Bestellen wir jetzt Döner.